Okay, Punkt Nummer 5. Also, ich bin bereit für Ihre Fragen. Ich bin jetzt mit meinem Teil fast am Ende. Punkt Nummer 4, wieso es nicht klappt. Ich habe das genannt als Verzweiflung. Wie sehe ich oder was meine ich damit? Ich weiß nicht, ob ich jemanden finde. Ja, ich weiß nicht, ob ich diese Dienstleistungen ansprechen sollte oder nicht. Manchmal ist es noch schlimmer. Alle Frauen wollen nur Geld, alle Frauen wollen nur Sex, alle Frauen wollen nur nach Deutschland, alle Frauen, oder ich habe, oder noch schlimmer, also ist mir jetzt spontan eingefallen, ich habe von meinen Freunden gehört, also ich habe selber keine Meinung, ich habe von den Freunden gehört, alle osteuropäischen Frauen, die wollen nur nach Deutschland. Also verzweifelt, also irgendwie, ich möchte die Frau kennenlernen, aber ich bin verzweifelt, irgendwie das. Liebe Agentur, überreden Sie mich. Also, das habe ich gestern bekommen, das wirklich buchstäblich ist. Ich habe das aus dem Brief genommen. Der Mann, die Situation, also das ist für mich auch die Verzweiflung. Der Mann hat Kontaktdaten der Dame erhalten. Die haben geschrieben, dann haben sich getroffen, persönlich, also, und das ist alles positiv verlaufen. Und sie wollten sich wieder treffen, aber dann Corona, dann hat Corona die Rechnung, den Strich durch die Rechnung gestrichen. Und die schreiben jetzt in Erwartung, alles wird vorbei und man kann sich wieder zum zweiten Mal treffen. Der Mann schreibt, also ich lese wirklich, das ist für Zitate aus seinem Brief. Ich habe sie gefragt, was sie in mir sieht oder was ich für eine Bedeutung in ihrem Leben habe. Bekomme ich keine Antwort. Nochmal. Also ich lese das nochmal, weil wenn Sie das machen, ich bringe Sie um, wirklich. Auf meine Frage, was sie in mir sieht oder was ich für eine Bedeutung in ihrem Leben habe, bekomme ich keine Antwort. Das ist doch keine Männerfrage. Das ist irgendwie, wir haben uns einmal getroffen. Also wir sind wirklich ganz am Anfang. Okay, wir schreiben uns ganz toll und das funktioniert vom Schreiben her. Aber was ist das für eine Frage? Was für eine Bedeutung habe ich in deinem Leben? Stelle sich vor, wie das klingt. Die Frauen, osteuropäische Frauen, erwarten von dem Mann, dass er weiß, was passiert. Er ist die bewegende Kraft. Er ist Leader in der Beziehung. Er ist führende Kraft in der Beziehung. Und dann der Mann, von dem sie erwartet, dass er weiß, was passiert, dass er sicher ist, welche Bedeutung habe ich in deinem Leben? Was für Rolle spiele ich in deinem Leben? Sag mir. Natürlich bekommt der Mann keine Antwort auf diese Frage. Ich würde auch auf diese Frage nicht antworten, weil das absolut Mädchenquatsch. Sorry, also wenn der Mann hier jetzt zuhört, also es tut mir leid, aber das ist Mädchenquatsch. Das ist nicht die Frage des Mannes, die diese Frau möchte und der für diese Frau irgendwas, der für diese Frau bereit ist, irgendwas zu tun. Das ist eine Mädchenfrage. Welche Rolle habe ich in deinem Leben? Wie siehst du mich in unserer Beziehung? Der Mann muss es selber wissen. Der Mann muss mit seinem Kopf verstehen, dass die Frau genau richtige für ihn ist und er muss mit seiner Sicherheit die Frau überzeugen. Und mit der Frage, welche Rolle spiele ich in deinem Leben, dann nimmt der Mann Sympathie bei der Frau weg. Verstehen Sie, was ich meine? Also für mich ist ganz wichtig, dass Sie verstehen, was ich meine. Vielleicht klingt das ein bisschen grob, aber also wenn ich als Frau so eine Frage bekommen hätte, welche Rolle spiele ich in deinem Leben und welche Rolle, also wie siehst du mich, was bin ich in unserer Beziehung und das ist nach nur einem Treffen. Ich würde wahrscheinlich diesen Mann blockieren. Also die Dame ist wirklich noch nett, dass sie weiterschreibt, weil das ist absolute Mädchenfrage. Welche Äußerung oder wie kommt diese Verzweiflung nach außen nochmal? Also sorry, ich bin jetzt fast wie als Schauspielerin. Ich war schon mal betrogen und angelogen. Okay, wenn der Mann das nur mich informiert, aber viele von diesen verzweifelten Männern gehen zum Date
und informieren die Damen. Ja, weißt du, ich war schon, ich bin so verzweifelt. Ich war schon so oft betrogen und angelogen. Die Dame, wenn der Mann zum Date kommt, dann erwartet die Dame von ihm bestimmte Sicherheit und bestimmte Überzeugung. Er weiß, was er tut. Und wenn der Mann zum Date kommt und erzählt über seine negative Erfahrungen und dass er schon betrogen war, das macht nicht nur negativen Eindruck, aber die Frau weiß nicht, wie sie reagieren sollte. Sollte sie, ich weiß nicht, Psychotherapeuten spielen? Was ist die Rolle der Frau in diesem Moment? Die Frau geht zum Date oder geht in die Korrespondenz, Kontaktaustausch, um das zu genießen, um Spaß davon zu haben und den Partner zu finden und nicht um jemanden zu beruhigen. Wenn solche meine mich anrufen und mir erzählen, ich bin so verzweifelt, ich weiß nicht, ich war schon von anderen Partnervermittlungen angelogen und ich war schon in anderen Partnervermittlungen und ich wurde schon von den Frauen angelogen, also alles diesen negative Erfahrung von vorher und manchmal ich bekomme zu hören, ich war schon in mehreren Partnervermittlungen. Wie können Sie mir beweisen, ich muss beweisen, wie können Sie mir beweisen, dass Sie ehrlich arbeiten? Ich habe dafür eine Formel. Ich habe auch vorgefertigte Texte. Also ich habe bestimmte vorgefertigte Antworten auf bestimmte Fragen. Ich sage, wenn Sie mal in einem Restaurant schlecht gegessen haben, das bedeutet nicht, dass alle Restaurants schlecht sind. Wenn Sie mal einen schlechten Film sich angeschaut haben, das bedeutet nicht, dass alle Filme schlecht sind. Wenn Sie irgendwo mal in einem McDonald's schlecht gegessen haben, das bedeutet nicht, dass alle McDonald's-Filialen schlecht sind. Es gibt solche und solche. Man muss einfach probieren. Und wenn Sie mal schlechte Erfahrungen hatten, ja, okay, es tut mir leid, aber das ist doch kein Grund, das heißt, emotionales Gepäck mitzuschleppen in die neue Beziehung. Man muss das vergessen können und man muss die Vergangenheit abschließen können. In solchen Fällen, wenn Sie, meine liebe Zuschauer, wirklich in dieser Position sind, ich bin enttäuscht, ich wurde angelogen, ich wurde betrogen und Sie können diese Verzweiflung nicht bei sich halten, sondern Sie müssen es weiter erzählen. Sie müssen unbedingt zu mir zum Coaching. Ich bin zertifiziert. Ich habe Kenntnisse dafür. Ich habe Mechanismen dafür. Ich weiß, wie wir das zusammen verbessern können. Aber das können wir nur durch Coaching machen. Ich habe Zertifikat dafür. Also ich weiß, wie wir das machen. Aber das ist individuelle Arbeit in so einer Gruppe. Kann ich das nicht beibringen. Aber man kann das ändern, man kann es verbessern. Ja, also jetzt bin ich bereit für Ihre Fragen. Ich lese, was Sie so geschrieben haben. Sie können ganz gerne noch mehr Fragen stellen. Also ich mag die Fragen total. Ja, diese Online-Dating sind wirklich gut gemacht. Nur leider habe ich dort bisher keine Frau gefunden, die im Alter von 28 bis 36 sind. Die meisten Frauen sind über 45. Ja und nein. Von einer Seite, das ist doch auf jeden Fall besser als durch die Profile zu stöbern. Von der anderen Seite, Sie haben als Mann so eine Möglichkeit, wenn Sie eine Frau gefunden haben, die Sie kennenlernen möchten und die Sie gern zur Online-Single-Dating-Party einladen möchten, Sie können mich kontaktieren und wenn die Dame einverstanden ist, dann übernehmen Sie die Gebühr der Dame und die Damen zahlen 5 € dafür, dass Sie zur Online-Party kommen. Also Sie als Mann übernehmen diese 5 €. Die Dame kommt zur Party und dann können Sie Ihre Favoriten kennenlernen. Das mache ich für manche Kunden. Also schade, dass ich das früher nicht erzählt hatte. Also wie gesagt, Sie können die Damen auswählen und wenn Sie bereit sind, die Gebühr für die Dame zu übernehmen. Dann kann ich die Dame ansprechen, zu der Party einladen und wenn die Dame einverstanden ist, dann kommen Sie zur Party, dann können Sie Ihre Favoriten kennenlernen. Eine wichtige Frage: Kannst du mir eine Dame senden, treffen bei mir oder Umgebung für mehrere Tage oder einen Kennenlernurlaub? Also ich sende keine Frauen, also ich bin keine Damenpost.
Sie schreiben mit der Dame und wenn die Dame einverstanden ist, dann laden sie die Dame ein und vereinbaren alles privat. Ich bin kein Escort-Service. Was kostet so ein Coaching? Coaching ko kostet wie ganz normal 100 Euro pro Stunde. Aber wie gesagt, mit der Verzweiflung schaffen wir es. Es ist machbar. Zwei, dreimal, das ist ausreichend und dann wird diese Verzweiflung viel weniger. Also ich weiß, wie ich habe das gelernt. Also ich habe das wirklich, ich mag es total, den verzweifelten Männern zu helfen. Ja, also Jungs, haben Sie noch Fragen? Oder habe ich schon Sie schon wieder zugetestet mit vielen meinen Beispielen? Also nochmal bitte Online-Single-Dating-Partys am Samstag jedes Mal und Interviews am Sonntag findet schon wieder statt, also auf Facebook. Ich schicke nochmal Newsletter dafür. Und ja, also ich bin bereit für die Fragen, Anregungen und also was Sie mir mitteilen möchten. Ich bin, ja, bin da. Ich bin für Sie da. Okay, haben Sie noch Fragen? Ich gebe euch eine Minute, damit Sie mit Ihren langsamen Fingern die Fragen eintippen können. Eine Minute. Wie in der Schule. Und dann kommt die Glocke und dann laufen die Schüler nach Hause. Ich melde mich bei Ihnen wegen Treffen. Ja, Sie können sich wegen alles bei mir melden. Ich bin immer bereit. Also ich bin jetzt allein im Büro. Also ich beantworte alle Nachrichten, alle Anfragen selber. Kann man Profil der Damen vom Online-Dating vorab sehen? Leider nicht. Leider nicht, weil für die Männer ist die Teilnahme an der Party kostenlos, solange die Kontaktdaten nicht ausgetauscht werden. Das bedeutet, die Männer bekommen die Party kostenlos, die Damen zahlen 5 Euro. Und wenn ich für das Geld noch die Profile austausche und dann die Männer müssen das bestimmen und die Damen müssen das bestimmen, dann müssen alle 100 Euro zahlen, dann mache ich das gern. Also es ist wirklich die Frage des Preises. Also wenn jemand bereit ist, viel Geld zu zahlen, ich kann es machen, aber für dieses kleine Geld, was ich verlange für die Partys, ich habe keine Ressourcen dafür. Vielen Dank für das interessante Webinar. Oh, gerne. Gerne. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, weil ich wollte das wirklich rausbringen. Es tut mir wirklich leid, dass die Männer sitzen und ja, manchmal sie rufen bei mir an und fragen, ja, was mache ich falsch? Und jedem individuell kann ich das ja erzählen, aber vielleicht in einem Webinar, wenn das unpersönlich ist, vielleicht das ist einfacher, sich als Person zu erkennen und nicht, ja, nicht vielleicht erkannt zu werden, aber dass man nicht beleidigt wird. Okay, dann, wenn keine Fragen mehr, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Vielen Dank für Dasein und bis zum nächsten Mal.